Ihnen geht es hervorragend. Sie haben eine exzellente Ausbildung. Sie haben eine hohe Wahrscheinlichkeit auf ein langes Leben und auf ein hohes Einkommen. Sie leben in Freiheit, hier in Deutschland, oder Sie haben die Wahl, in andere Länder zu reisen und dort Ihr Leben fortzusetzen. Im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf dieser Welt. Viele leben in Armut, leben in Ländern mit schlechten Gesundheitssystemen, mit schlechten Bildungssystemen. Und Sie hier in dem Saal, Sie gehören definitiv nicht dazu. Die große Frage wird sein, werden Sie auch nach Ihren Maßstäben erfolgreich sein? Wenn Sie in 10 Jahren einen Ihrer Kommilitonen treffen und er Sie fragt, bist du erfolgreich? Was werden Sie dann antworten? Und vor allen Dingen, warum werden Sie das antworten, was Sie dann antworten? Wie schon gesagt, Sie haben die besten Voraussetzungen. Und doch wird es eine Diskrepanz geben zwischen den Erfolgserwartungen und der Realität. Was können Sie nun also tun, um diese Diskrepanz zu schließen? Hier im Studium haben Sie unheimlich viel fachliches Wissen angesammelt. Sie wissen, wie man methodisch an Aufgaben herangeht. Sie betrachten die Welt mit offenen Augen. Sie sind auch bereit, Gegensätze zuzulassen. Aber kennen Sie sich auch selber? Das ist ein Bereich, dem Sie wahrscheinlich weniger Aufmerksamkeit geschenkt haben. Das ist die Selbsterkenntnis. Worum geht es Ihnen in Ihrem Leben? Welche Ziele haben Sie? In welchen Lebensbereichen? Lebensbereiche sind der Beruf, die Karriere, die Familie, Freunde, Sport, Hobbys oder auch das Verfolgen von idealistischen Zielen. Und lassen sich all diese Ziele ausbalancieren? Ist es möglich, alle Ziele in Maximalausprägung zu erreichen? Vermutlich nicht. Die Entscheidung für eine Alternative schließt immer eine andere Alternative aus. Das heißt, vielleicht stellen Sie sich zuerst die Frage nach Ihren Motiven. Was treibt Sie wirklich an in Ihrem Leben? Was sind Ihre darunterliegenden Motive? Motive sind beispielsweise Macht, Teamorientierung, Beziehungen, Neugier, Ordnung, Status, Unabhängigkeit, Ehre, Idealismus, emotionale Ruhe, körperliche Aktivität. Was davon treibt Sie an und in welcher Ausprägung? Und wenn Sie das wissen, leben Sie konsequent nach Ihren Motiven. Und wählen Sie eine Arbeit aus, in der Sie Ihre Motive ausleben können. Wenn Sie übrigens das arbeiten, was Ihren Motiven entspricht, ist der sogenannte Burnout unmöglich. Nach einem anstrengenden Arbeitstag werden Sie abends nach Hause gehen, Sie werden erschöpft sein und Sie werden gut schlafen, aber Sie werden sich nicht die Sinnfrage stellen. Immer dann, wenn Sie sich die Sinnfrage stellen, wissen Sie, Sie handeln nicht nach Ihren Motiven. Warum stehen Sie also morgens auf? Was ganz wichtig ist, ist die Unterscheidung auch zwischen Ihren Motiven und Ihren Fähigkeiten. Fähigkeit und Motiv passt nicht immer zusammen. Viele haben eine hohe Fähigkeit, zum Beispiel in der Projektorganisation. Aber es macht keinen Spaß. Wenn es Ihnen keinen Spaß macht, tun Sie es nicht. Umgekehrt, den Fall gibt es auch. Also Sie können eine geringe Fähigkeit in einer Tätigkeit haben und es macht Ihnen Spaß. Auch das ist im Beruf dann nicht angebracht. Ich zum Beispiel, ich spiele sehr gerne Golf, aber es ist mir nur bisher nicht gelungen, damit auch nur 1 Cent zu verdienen. Ja. Finden Sie also Ihre Motive. Sie haben die Möglichkeit, im Internet gibt es verschiedene Modelle, die auch zum großen Teil wissenschaftlich belegt sind. Oder horchen Sie in sich hinein. Bei welchen Tätigkeiten kommen Sie in einen Flow? Bei welchen Tätigkeiten sind Sie besonders konzentriert? Was geht Ihnen leicht von der Hand? Und über welche Dinge denken Sie häufig positiv nach? Ganz wichtig wird es sein für Ihre Jobauswahl. Viele von Ihnen wählen nun Ihren ersten Job aus. Und ich sage bewusst, Sie wählen Ihren Job aus. Denn Sie entscheiden, bei wem Sie sich bewerben und auf welche Stelle Sie sich bewerben. Und hier sind die Interessen des Arbeitgebers und des Arbeitnehmers völlig identisch.
Denn dann, wenn Sie langfristig erfolgreich sind, ist der Arbeitgeber langfristig erfolgreich und umgekehrt. Wann werden Sie erfolgreich sein? Wenn die Fähigkeit zusammenpasst mit den Motiven, mit den Ressourcen, das heißt, das Unternehmen muss Ihnen die Ressourcen zur Verfügung stellen, damit Sie erfolgreich sein können. Und es muss Ihnen die Freiheit geben, in Ihrem Verantwortungsbereich zu entscheiden. Dann werden Sie langfristig hohe Leistungen erzielen und Sie werden langfristig zufrieden sein. Wie findet man solch ein Unternehmen? Sie bewerben sich am besten bei uns. Wenn Sie also in den Job eingestiegen sind, nutzen Sie den Anfang und sammeln Sie Erfahrungen, um sich selber auch kennenzulernen. Gehen Sie in verschiedene Länder, gehen Sie durch verschiedene Abteilungen, durch verschiedene Projekte. Und wenn Ihnen etwas nicht Spaß macht, wenn Ihnen der Job in einem Unternehmen keinen Spaß macht, und das ist meine Bitte an Sie als Unternehmer, dann bleiben Sie zu Hause und dann kündigen Sie. Nichts ist unzufriedenstellender, als wenn Sie sich in einem Job befinden über eine lange Zeit, der Ihnen nicht liegt. Um das tun zu können, müssen Sie sich Freiraum schaffen. Damit meine ich auch finanziellen Freiraum. Viele streben ich nenne sie mal die Standardkarriere an, nicht mit Studium, Job, dann die Karriere, Familie und Haus. Man muss sich bewusst sein, dass man dort auch Bindungen eingeht. Dieser Lebenslauf ist nicht schlecht, ich selber habe diesen auch angestrebt. Aber doch muss man aufpassen, dass man sich nicht zu sehr bindet und dann keine Möglichkeit hat, flexibel zum Beispiel den Job zu wählen. Geld an sich ist ein schlechter Motivator. Geld ist wichtig, aber es ist ein schlechter Motivator. Wählen Sie Ihren Job nicht wegen des Geldes. Sind einige unter Ihnen dabei, die sich selbstständig machen möchten? Sie dürfen ruhig die Hand heben. Einer, okay. Also tun Sie es nicht wegen des Geldes, sondern weil das Projekt Sie begeistert oder weil der Arbeitsstil Sie begeistert. Aber das Geld am Anfang, in der Regel, wird es eher, auf sich warten lassen. Als Beispiel, habe mich 1998 selbstständig gemacht. Ich hatte am Anfang sehr breite Verantwortungsbereiche. Wir waren eine sehr kleine Firma und ich musste im Prinzip alles machen. Und bin dann durch das Wachstum des Unternehmens in der Lage gewesen, mir die Verantwortungsbereiche herauszusuchen, die mich wirklich antreiben. Und das ist Neugier und das ist Innovation. Jetzt möchte ich Sie bitten, sich die Person rechts von Ihnen anzuschauen. Ja, tun Sie es nur. Rechts, also das ist da von Ihnen. Was treibt diese Person an? Und auch das ist wichtig. Das ist wichtig, wenn Sie eine Führungsverantwortung anstreben. Sie müssen wissen, was Ihre Mitarbeiter antreibt. Aber auch wenn Sie keine Führungsverantwortung anstreben, so sollten Sie doch wissen, was Ihre Kollegen antreibt. Das hilft im Miteinander und das hilft, gemeinsam Projekte zu bestreiten. Jedes Unternehmen hat übrigens zwei Karrieren, die Fachverantwortung oder die Fachspezialisten und dann die Führungsspezialisten. Und Sie sollten sich auch entscheiden, in welche Richtung Sie gehen. Der beste Ingenieur ist nicht unbedingt der beste Entwicklungsleiter und umgekehrt. Schauen Sie, wo Ihre Qualifikationen liegen, Ihre Fähigkeiten liegen und schauen Sie, wo auch Ihre Motive liegen. Ich habe nachgedacht, was ich Ihnen mitgeben möchte an Lebensweisheiten. Und beliebt sind Zitate von Steve Jobs zum Beispiel. Stay hungry, stay foolish. Das ist eines der bekannten Zitate. Oder Schuster, bleib bei deinen Leisten. Nicht von Steve Jobs allerdings. Man sieht, die beiden widersprechen sich, die Zitate. Oder die Lebensweisheiten. Eine weitere von einer französischen Beraterin von Gerhard Schröder. Im wirtschaftlichen Erfolg drückt sich die absolute Unfähigkeit der Deutschen aus, das Leben intelligent zu genießen. Wieder eine andere Lebensweisheit. Und daran zeigt sich, es gibt keine allgemeingültige Lebensweisheit. Sie müssen die Lebensweisheit finden, die für Sie zutrifft, und zwar für Sie alleine. Wenn Sie sich über Ihre Motive im Klaren sind, dann können Sie Ihre Ziele formulieren. Und schreiben Sie die auf.
Schreiben Sie Ihre Ziele auf und prüfen Sie sie von Zeit zu Zeit. Was erwarten Sie in Ihrer Karriere? Was erwarten Sie in Ihrer Familie? Von Ihren Freunden? Wie wollen Sie wohnen? Wie wollen Sie reisen? Welche Finanzplanung haben Sie? Auch Bildung, Gesundheit, Sport und Kulturelles. Was sind Ihre Ziele in den ganzen Lebensbereichen? Übernehmen Sie die Verantwortung für Ihr Leben. Dankeschön.